Meine Lieben, Neues über die Meister. Verzeiht mir, wenn ich manchmal Pausen mache, denn ich muss hier ganz besonders bedenken, was ich sage und wohin oder wozu mich der Mahachohan geleitet hat. Über die Meister kann man gar nicht genug erfahren. Man muss aber aufpassen, dass man nicht in ein sektierisches Gehabe verfällt, wie so viele, die mit den Meistern sich befassen oder mit dem, was sie glauben, was die Meister sind. Die Meister sind ja auch Wegbegleiter. Ob wir das nun wissen oder nicht, ist eine andere Sache. Sie begleiten uns. Und wenn wir ihnen Interesse zuwenden, dann sind sie, wie ich immer sage, wie jemand, der im Flugzeug über eine Stadt bei Nacht fliegt und sieht die Lichter. Und einige dieser Lichter strahlen heller. Das könnte man jetzt vergleichen mit jemandem, der sich für die Meister interessiert. Und dann wissen die Meister, da ist jemand. So ungefähr mal als Vergleich. Die Meister sind grenzenlos geduldig. Grenzenlos geduldig. Haben trotzdem Humor. Wollen uns die universellen Gesetze via Buch des Lichts zukommen lassen. Sind auf Widerstand vorbereitet. Und man muss aufpassen, sogenannte Channeler oder Channeling. Meine Lieben, wenn man channeln will, muss man seine eigenen Emotionen und das alles weglassen. Wenn man das nicht tut, zieht man Dämonen an, die dieser entsprechenden Emotion, sagen wir mal, die darauf reagieren, ja, und sich dadurch ausdrücken. Wir müssen, wenn wir über die Meister reden, so neutral sein, ich sage immer so wie ein Stein. Ganz neutral müssen wir unseren Körper in Kontrolle haben, beziehungsweise beobachtend, meditativ, wie ein Spiegel. Der Spiegel zeigt ja auch keine Gefühle, wenn wir uns vor ihn stellen. Er zeigt nur, was da ist, mehr nicht. Jede andere Beurteilung, und ich falle manchmal in das falsche Verhalten, ich werde dann emotional, reiß mich aber dann am Riemen. So. Die Meister entwickeln in uns natürlich auch eine höhere Fähigkeit unserer Sinnesorgane, aber nicht, dass wir es den Sinneslüsten frönen dadurch, das wäre wieder schwarze Magie, sondern sie ermöglichen uns, dass wir unser Kundalini transmutieren und die oberen Chakras öffnen können zur Welt des Lichts. Das ist nicht einfach, meine Lieben, denn viele von uns sind immer noch umgeben mit Dunkelheit, da müssen wir auch durch. Dessen sind wir uns dann gewahr und das ist nicht immer angenehm, aber da macht man dann halt weiter. Die Meister, sie haben Mitgefühl. Sie sind ja vollkommen. Womit haben sie Mitgefühl? Mit unserer Unvollkommenheit, womit sonst? Sie sind energetisch, sie unterstützen persönlich und helfen uns, wenn unsere Aufmerksamkeit zur Lehre gelenkt ist, helfen sie uns, schaffen die entsprechenden Lebenssituationen. Natürlich gibt es auch Lebenssituationen, die ein Mensch hat, wenn er sich mit den Meistern befasst, die dann vielleicht schlimm werden. Aber das ist Aufarbeitung von Karma. Damit man spätestens im nächsten Leben ganz befreit sich der Sache widmen kann. So ist das nun mal. Und meine Lieben, wir wollen nichts beschönigen. Ja? Die Meister. Ich warne vor medialer Begegnung. Wie gesagt, der Meister hat mich als Medium, wenn man so will, ausgesucht, beziehungsweise ich habe ihn ja gesehen.
weil er sich meiner Unvollkommenheit völlig bewusst war und gesagt, sei still und schreib nur, was ich dir sage. So. Und ansonsten gibt es halt Positives und Negatives, wenn man sich medial betätigt. Die Meister schützen uns, sie umgeben uns mit energetischem Schutz, denn der Angriffe sind viele aus der Astralwelt. Der größte Schutzschirm ist das Buch des Lichts und tägliche Meditation. Die Meister machen uns immer wieder aufmerksam über universale Gesetze, Gesetzmäßigkeiten, die gelten für einen Planeten, für ein Sonnensystem, für einen Menschen, für einen Wurm, für sogar für ein Mineral. Wir haben uns ja in die Materie gestürzt und müssen uns dieser Gesetze bewusst werden, obwohl viele kennen sie nicht. Warum wohl? Weil sie sich ihre eigenen geschaffen haben. Und das Ergebnis? Diese kranke, geistesgestörte Welt regiert von Geisteskranken. Darum erst die erste Botschaft des Buches des Lichts. Der Mensch soll nicht über den Menschen herrschen. Ja. Wann immer wir uns etwas wünschen, entsteht ein Wunsch, eine Wunschmaterie. Da muss man also aufpassen. Lieber einmal am Tag völlig wunschfrei sein, meine Lieben. Ganz normal meditieren, nichts Großartiges sich vorstellen. So wird man frei und offen für den Einfluss der Meister. Die Meister leben in ätherischen Welten. Da haben sie ätherischen Körper. Sie können also, falls sie hier einen physischen Körper haben, sich sofort lösen. In ihrem ätherischen Körper, den sie ebenso beherrschen wie den physischen, sind sie dann auf schambalischen Ebenen und so weiter, wird alles im Buch des Lichts erklärt. Aber auch in meinem neuen Buch, die wahren Herrscher der Welt. Die Erde ist eine Energiequelle, keine Frage. Aber auch ein Verlangenszustand, der unserem entspricht, beziehungsweise zu dem wir Wahlverwandtschaft haben. Wir brauchen also eine neue Lebensqualität, die auf Loslösung gerichtet ist. Meine Lieben, meine Lieben. Eine neue Lebensqualität, damit die Reise ins Nirvana nicht so beschwerlich wird. Und selbst wenn wir kein Nirvana wollen, sondern die höheren Himmelswelten, ist auch das Buch des Lichts gerade auch dann von Nutzen. Uns erwartet auf der Erde das Physische, weil eben für die meisten Menschen ein anderer Bewusstseinszustand nicht da ist. Das Buch des Lichts öffnet unseren Bewusstseinszustand. Das hat natürlich die Gefahr, dass wir in astrale Welten kommen, die nicht nur positive Einflüsse haben. Da kommt dann der Meister und schützt, so gut er kann. Man reinige sich also zuvor, sage ich immer, so gut es geht. Das heißt durch Meditation und ein bisschen auch durch rechte Ernährung und so weiter. Vegetarisch. Nur Wasser trinken und so weiter und so weiter und so weiter. Naja, meine Lieben, wer kann das schon? Schritt für Schritt kommt das Glück. Wenn wir uns lösen, gelangen wir in Welten, die nicht immer angenehm sind. Es ist so, als wenn man in einen Raum geht, der lichterfüllt ist. Aber auf dem Weg dahin sind dunkle Räume. Ja, da müssen wir durch. Wenn wir aber mit der nötigen Gleichmut und mit dem Wissen um Einweihung durch diese dunklen Räume gehen, kann uns nichts geschehen. Denn was wir empfinden als dunkel, wenn wir uns dem Licht nähern, sind ja nur unsere eigenen dunklen Seiten.
die man uns lehrt, so schön zu verdrängen durch die täglichen Eindrücke, auch für die Kinder. Computerspiele, Abwechslung, bloß nicht das Dunkel. Sich mit seiner dunklen Seite konfrontieren, um Gottes Willen, alles ist in Ordnung. Alles ist wunderschön, hurra. Aber das funktioniert nicht. Der Hüter der Schwelle ist hellwach und er ist eigentlich unser Freund und Einweiher, unser Initiator, wenn wir es richtig verstehen. Es gibt Menschen, denen wir begegnen und auch astrale Wesenheiten, die entweder unsere dunkle Seite fördern wollen oder unsere helle. Für beide gibt es Förderer, sogenannte, ja. Speziell was die dunkle Seite anbelangt. Meine Lieben, ohne diese Lehre sind wir verloren oder wir brauchen so viele Leben des Leidens, die ich keinem wünschen möchte. Kommen wir zu den hellen Seiten in uns. Jeder Mensch hat. Es gibt keinen Menschen, sagt der Meister, der wirklich, wirklich, wirklich nur böse ist. Das gibt es nicht. Im seltenen Fall gibt es dann Monadenrisse. Was das ist, darüber habe ich oft gesprochen, finden wir auch im Buch des Lichts. Aber da wollen wir es nicht mit abgeben. In jedem ist etwas Liebevolles, so beschränkt es auch sein mag, vielleicht so begrenzt. Wo Licht, da auch Schatten. Nehmen wir einen Menschen, der nur das Beste will. Ja? Bloß die Kinder schützen vor allem, was da negativ sein könnte. Also wegzuhalten vom normalen Leben, ja? Denkt man sich manchmal. Weg von der Straße. Das Kind wird also dann zu Hause sozusagen im goldenen Käfig erzogen. Mit 18 bricht es aus und fällt sofort auf die Schnauze. Weil es diese andere Seite noch nie gekannt hat. Meine Lieben, seid vorsichtig. Liebe Eltern, lest das Buch des Lichts für Kinder zuerst und dann gibt es noch ein Kind, das sage ich euch. Wo Licht, da auch Schatten. Es genügt nicht, bestrebt zu sein, Gutes zu tun. Man muss mit der Lehre gewappnet sein, Ehre sei dem Meistern. Denn es gibt ja auch, meine Lieben, ein karmisches Gesetz. Man muss wissen, was will man? Will man anhaften oder sich lösen? Für beide ist das Buch des Lichts unablässig oder unablässlich eine wichtige Sache. Denn auch für das Anhaften gilt, man kann so leidlos wie möglich anhaften. Dazu braucht man aber das entsprechende Wissen, um dann so leidlos wie möglich geboren zu werden. So leidlos wie möglich, denn es gibt ja gar kein Leben. Es gibt nur ein Sterben. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. In dieser Welt der Erscheinungen gibt es nur ein Sterben. Es gilt für alles, für alle Lebensformen. Die Geburt ist der Beginn des Sterbensvorganges. Es gibt also an sich keine Natur, sondern auch eine Mortur, wie unser hochverehrter Mahatera Dr. Georg Grimm so schön sagt, in seinen Schriften, die den wahren Buddhismus wieder zum Leben erwecken. Natürlich kann man sich hier etwas wünschen, dies und jenes, aber man muss zwei Dinge bedenken. Wie oder wo schade ich anderen mit meinem Wunsch und wie oder wo schade ich ihnen auf dem Weg zur Wunscherfüllung? Denn dann kehrt sich dieser Wunsch gegen mich, selbst wenn er erfüllt wird, haut er mich früher oder später um. Übrigens, ein Wunsch, wenn mal erfüllt, bekommt automatisch Junge. Das wusste bereits der Wilhelm Busch. Ja? Jawohl, wir haben einen freien Willen. Wiederkommen oder nicht. Das ist der freie Wille, meine Lieben. Das ist der freie Wille. Und
wenn wir denn schon eins oder beides wählen oder eins von beiden, dann sollten wir es doch zumindest so tun, dass unsere Reise so leidlos wie möglich wird. Wenn man sich immer mehr mit der Lehre befasst, bekommt man hellseherische Fähigkeiten, stimmt. Leider zieht man auch Fopgeister an sich, die einem was voraussagen, nur damit sie sich wichtig machen können oder einen besetzen können. Oder, und dann sind wir besessen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Meditiert, befasst euch mit der Lehre und lasst alles andere mal sein, sozusagen. Man hat Einfälle plötzlich, Déjà-vu und so weiter. Ja, ja. Gleichmut ist angebracht, meine Lieben. Und selbst wenn ich mal wüsste, wann jemand stirbt, und würde es ihm sagen, ist das nicht weise. Warum? Weil er dann den Rest seines Karma, seines Lebens, vielleicht angstvoll verbringt und sich neues negatives Karma schafft. Und ich habe ihm das Karma geschaffen. So. Ja? Die Meister sind unsere Bodyguards. Wir müssen uns nur mit der Lehre befassen. Die Meister beschützen uns im Rahmen des ihnen zur Verfügung stehenden Karma. Die Meister. Aber bedenket, ihr Lieben, die Lehre bringt euren Geist in hohe Schwingung. Der Körper kann nicht immer folgen. Das heißt, man muss den Körper oder man muss dem Geist ermöglichen, dass er überhaupt durch den Körper schwingen kann. Personare durchtönen, durchschwingen. Aus einem anhaftenden Körper machen wir einen sich loslösenden. Da hat der Hüter der Schwelle dann auch ein Wort mitzureden. Ach, meine Lieben. Ja, wenn man lebt mit Menschen, die einen verstehen und so weiter, dann kommt Hilfe. Wenn man aber dann nicht lebt, will trotzdem die Lehre, wird der Meister einen früher oder später in eine Umgebung bringen, die es uns ermöglicht, der Lehre zu leben und uns zeitlos ewiger Unsterblichkeit zuzuwenden. Ja, meine Lieben, keine geringere Belohnung als diese wartet. Es ist also so, dass unser Körper neue Schwingung bekommt. Auch durch unsere Gedanken, durch der Manas Rupa, der Mentalkörper, der ja sehr feinstofflich ist, bekommt neue Schwingung. Kann zu Kopfschmerzen führen, kann zu Kreislaufproblemen führen, kann zu Schlafstörungen führen. Da muss man eben sorgfältig vorgehen, nicht übertreiben. Wir werden sehr viel sensibler, wenn wir unter dem Einfluss der Meister sind. Wir können dann manche Außenwelteindrücke nicht mehr verkraften, sollten uns nicht mehr ihnen aussetzen. Wenn wir das Buch des Lichts studieren und trotzdem in einem Bordell leben und dorthin gehen, brauchen wir uns nicht zu wundern über entsprechende Reaktionen. Ich sage jetzt mal so als extrem, ja, meine Lieben, bitte. Ich benutze manchmal extreme Beispiele, um ein bisschen aufzuwecken, zu schocken. Denn man hört ja heutzutage fast kaum mehr hin. Und schlimmer als jeder Terrorist, sage ich immer, ist der freundlich Desinteressierte. Auch gewisse Reporter. Ach Christian, wir haben gehört, du willst die Welt, die Religionen vereinen mit dem Buch des Lichts. Kannst du uns das mal erklären? Ja, also das Buch des Lichts, das vereint in der Tat alle Religionen. Aber trotzdem kann man seine eigenen Religionen... Ja, danke Christian, danke. Sag mal, was ist eigentlich deine Lieblingsspeise? Ich habe gehört, du bist Vegetarier. Naja, vegetarisch ist so eine Sache. Wichtig ist das Buch des Lichts.
wenn wir nach dem Buch des Lichts leben. Sag mal, Christian, was hältst du eigentlich jetzt von dem letzten Spiel HSV? Die Typen waren doch gut, oder? Was soll ich machen, ihr Lieben? Soll ich ihm eine reinhauen? Das gehört sich nicht. Man kann sich also nur noch lächelnd abwenden. Vielleicht ein leise geflüstertes Du mich auch, aber auch das sollte man nicht machen, meine Lieben. Bitte, bitte, bitte. Bitte macht es nicht. Nein, bleibt gütig, bleibt gütig. Naja, meine Lieben, also es wird Symptome geben, wenn ihr euch mit dem Buch des Lichts befasst. Diese Symptome sind umso schmerzhafter und störender, als ihr euch vielleicht in einer Umgebung befindet, die nicht dieser Lehre entspricht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das gilt übrigens auch für Beziehungen. Das gilt auch für Beziehungen. Ich sage nicht, dass ihr nicht das Leben genießen sollt. Ich sage nicht, dass ihr eure Bedürfnisse nicht erfüllen sollt. Aber wenn ihr euch mit der Lehre befasst, versucht maßvoll den Sinnesfreuden, wenn man so will, den Bedürfnissen nachzugehen. Maßvoll, meine Lieben. Ja? Wenn ihr das nicht tut, wird es sich gegen euch wenden. Ich sage es euch. Hört nicht auf die falschen Propheten, die sagen, auch die jenseitige Welt hat einen Willen. Ja, wenn sie mit der jenseitigen Welt, die Himmel oder die astralen Ebenen meinen, schon. Wenn wir aber nirvanische Ebenen meinen, dann ist das falsch. Nirvana ist das Ende einer jeden Willensbefriedigung, eines jeden Willensausdruckes, aber nicht das Ende desjenigen, der keinen Willen mehr hat. Wer es zu fassen vermag, mein Lieben, der fasse es. Wir brauchen einen Halt mit der Lehre. Dieser Halt ist das Buch des Lichts und die Verbindung zu den Meistern, die automatisch dadurch hergestellt wird. Und dann gibt es Menschen, die zuvor, bevor sie mit der Lehre befasst waren, in ganz simplen, einfachen Bedürfnissen, Umständen, und Umgebung, ja in langweiliger Umgebung lebten, wo gar nichts passiert ist. Und sie haben sich gesagt, wie langweilig ist das hier? Ich kenne gar nicht viele Menschen, ich sitze nur hier rum. Und dann kamen sie in Berührung mit der Lehre und haben den Segen plötzlich empfunden, das wahre Paradies, in dem sie die ganze Zeit lebten. Und das war diese vorher langweilige Umgebung, die es ihnen jetzt ermöglicht, sich mit der Lehre zu befassen, ungestört sich entwickeln zu können. Und da erkennen sie, die ganze Zeit war ich von Segen umgeben. Diese Menschen wurden oft voraussehend bereits durch die Meister dorthin gesetzt. Meine Lieben, die Meister bieten sich für eine Zusammenarbeit an, damit wir unseren Körper, unser Denken, unsere Seele, alles viel besser kontrollieren können in Richtung unseres wahren Selbst. Entschuldigt, meine Lieben, das Gehuste. Aber wunderbar nehme ich das immer als Entschuldigung dafür, dass ich ja nicht der Körper bin. Ich will nicht husten, der Körper will husten. Naja, ihr wisst, was ich meine, ja? Ich bin auch nicht ganz gesund, aber man zieht sich so von Stufe zu Stufe und ich versuche das Beste draus zu machen. Wenn wir für die Meister ein Medium sein wollen, empfiehlt es sich, die Lehre
total zu kennen. Bevor der Meister mit mir in Kontakt kam, kannte ich zum Beispiel Geheimlehrer Blavatsky fast auswendig. Und auch andere Lehren. Und dann kam der Chohan und hat gesagt, jetzt ist die Zeit, dieses uralte Wissen allen zugänglich zu machen und in die richtige Richtung zu lenken. Ehre sei dem Buch des Lichts. Natürlich steht am Anfang eine Neugierde und das ist gut so. Viele sind neugierig, wenn sie das Buch des Lichts finden. Dann sind sie konfrontiert mit einem überwältigenden Anspruch. Um Gottes Willen, das muss ich alles auf mich nehmen? Mir bewusst sein, dass ich all das, mit dem ich mich bisher identifizierte, nicht bin? Nein, das kann ich nicht. Und sie lassen die Lehre wieder fallen. Ist gut, ist gut. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal oder sie gehen einen anderen Weg. Ich kann nur warnen, es gibt noch den Weg der ständigen Inkarnation und Reinkarnation. Nicht geleitet oder kaum geleitet, der ist sehr leidvoll. Dann gilt wieder, gelten die Worte meiner lieben Lehrerin Beatrice Fleming, die unsere Augen dürfen der Tränen nicht mehr fähig sein. Sie müssen leer geweint sein. Das Herz muss zum Platzen mit Schmerz gefüllt sein, bis wir endlich bereit sind. Lasst uns das Zepter, das wir bisher hatten, an die Meister weitergeben. Lasst sie für uns sorgen. Alles, was wir für die Meister tun müssen in dem Sinne und damit auch für uns, ist es, uns mit der Lehre zu befassen. Wenn wir uns ständig wehren gegen den wahren einzigen Bodyguard, nämlich die Meister und die Lehre, dann wendet der Meister sich ab. Er vergeudet seine Zeit. Nicht. Er sagt, gut, dann geh deinen Weg. Und sagt immer noch, möge dir nur Gutes widerfahren, selbstverständlich. Was ist es also, ich habe es angedeutet, was wir brauchen, damit der Meister weiter uns seine Aufmerksamkeit zuwendet? Das ist unsere Umgebung, zu die er uns führt. Wenn wir da wieder ausbrechen und zurückkehren in oder unter Freunden, Kollegen, Partnern, sexuellen Bindungen, Familie und so weiter, die vielleicht nicht adäquat war für die Lehre, wendet der Meister sich wieder ab. Ach, meine Lieben, ich sag doch nicht, ihr sollt keine sozialen Bindungen haben oder Beziehungen. Nicht wahr? Es sei denn, ich meine, selbst der Buddha als Weltentsager hatte doch soziale Bindungen sozusagen zu deinen Mönchen. Nicht auch da war ein soziales Gefüge, ist ja ganz klar. Nein, nein, darum geht's nicht. Man wird ja schon dort hineingeboren, oder? Durch vergangenes Karma. Aber es kann auch sein, dass wir plötzlich zum Außenseiter werden, wenn wir das höchste Ziel anstreben. So wie es der Buddha hatte, als er unter dem Gejammere und den Tränen seiner Familie, Frau, Kind, Vater, naja, wenn ich Frau sage, meine ich natürlich auch die 100 Frauen des Harems, die er hatte, die waren auch recht gern mit ihm zusammen, ja? All denen hat er auf Wiedersehen gesagt. Weil er, obwohl abgeschottet im Palast, doch irgendwann mal rauskam und erkannt hat, nee, das Leben im Palast ist nicht das wahre Leben. Das wahre Leben ist das Leid der Vergänglichkeit. Ja? Was kann uns blühen, wenn wir uns plötzlich der Lehre zuwenden?
Und wenn nicht in der entsprechenden Umgebung sind, dann kommt die Konfrontation, dann kommt die Entscheidung. Ja? Meine Lieben, für ein einsames Leben muss man geschaffen sein. Wer dafür nicht geschaffen ist, der riskiert Irrsinn. Ja? Wer aber dafür geschaffen ist und sich abgrenzen will, der empfindet das als positiv. Der empfindet das als positiv. Wir haben ja in uns immer noch Gefühle, Erinnerungen, Gedanken. Außeneinflüsse auch jetzt hier, nicht von der ganzen Welt und so. Wir werden ja beballert jeden Tag. Der Meister wartet schweigend, milde lächelnd, mitfühlend lächelnd, aber auch streng im Hintergrund. Er ist ja kein Narr, der ständig nur sagt, mal sehen, vielleicht ändert sich's doch, so ist das nicht. Er wartet ab, die angemessene Zeit. Wenn wir eine innere Ruhe erlangen durch die tägliche Meditation, obwohl wir noch in der Welt leben, wenden wir uns mehr und mehr dem Wesentlichen zu. Wir haben auch neue Eindrücke. Neues, wir sagen, oh, erstens mal, wie ich schon erwähnt habe, unsere uns zuvor so langweilig vorkommende Umgebung, plötzlich sagen wir, die ist ja völlig geeignet. Endlich habe ich Ruhe, mich dem Wichtigen zuzuwenden, Höherem, um meine alten Sehnsüchte zu begraben. Andere werden ja auch aus der Gesellschaft ausgewiesen, zum Beispiel Verbrecher, nicht, oder so. Welche, die ansteckende Krankheiten haben. Ja, zum Beispiel jemand, der alt, gebrechlich ist, der erlebt karmisch, dass man für ihn kein Interesse hat, der wird irgendwo hingebracht. Diese Abgrenzung ist natürlich negativer Natur. Man fühlt sich bestraft, ungerecht behandelt, misshandelt. Was ist das Resultat? Man ist wütend, man ist trotzig, man möchte das System zerstören. Das sind die sogenannten Terroristen. Die reagieren ihre Wut ab. Zu den Terroristen gehören mehr, als wir denken, nur die meisten trauen sich nicht. Meine Lieben, wir sind hier, das ist die Stunde der Wahrheit, ich bin ja nicht hier, um euch zum Munde zu reden. Menschen, die dem System entkommen wollen, weil sie von ihm sich missverstanden, verletzt und verwiesen fühlen, haben noch nicht die richtige Motivation, dem System zu entkommen. Ja? Man geht dann auf das Ganze ein, erfüllt mit Wut. Man mietet ein Auto und fährt rein in Leuten, die sich vergnügen. Und sagt, warum vergnüge ich mich nicht? Warum habt ihr mich ausgegrenzt? Jetzt kommt ihr dran. Das ist der Irrsinn des Terrorismus, nichts anderes, meine Lieben. Alles andere ist vorgeschoben. Diesen verwirrten, vor allem jungen Menschen, die kann man ja leichter noch verbiegen, nimmt man das Schuldgefühl am Ganzen, indem man sagt, der liebe Gott, erlaubt euch das zu tun. Das ist eben, diese gesellschaftliche Ablehnung schafft Fronten. Ja? Und wir tun, was wir tun. Dazu brauchen wir einen Wegweiser. Vor allem die jungen Menschen, das Buch des Lichts. Das befreit uns von unserer Orientierungslosigkeit und weist uns in die uns angemessene Richtung.
Wenn man einmal gefangen ist unter Terroristen oder anderen Kriminellen und so weiter, ist man in einem Kreislauf des Hasses und der Wut gefangen. Und zwar so stark, dass man nicht mehr weiß, ob man rauskommt. Wenn der Meister nur eine geringe Möglichkeit sieht, dass ein solcher Mensch gerettet wird und auf den rechten Weg geleitet wird, wird er eingreifen und wird Bedingungen schaffen, die es demjenigen ermöglichen, sich mit der Lehre zu befassen. Nicht einfach, meine Lieben. Man hat den Wunsch nach Harmonie. Auch in verbrecherischen Welten ist eine gewisse Harmonie. Auch in terroristischen Welten ist eine gewisse Harmonie, welche zwar vergänglich ist, sich aber dadurch ausdrückt, dass sie Zustimmung findet von anderen, die genauso verbrecherisch und terroristisch sind. Man identifiziert sich mit der Gruppe. Und für eine Weile ist das ganz gut, aber die Seele weint. Und da hilft gar nichts mehr. Diese Menschen werden dann in vielen Reinkarnationen als Opfer geboren. Ja? Leider ist dem so, meine Lieben. Leute, die dann aussteigen, einfach mal so oder so, die... Es gibt Menschen, die sagen mir, ich fliege nach Hawaii, da bin ich endlich, dabei habe ich endlich alles los. Ich sage ihm, bevor du landest in Hawaii oder wenn du den Fuß auf die Treppe da trittst, ein Flugzeug runter, erwartet dich bereits das Problem, vor dem du davon gelaufen bist. Wie löst man sich korrekt? Oder wie schafft man eine so leidlos wie mögliche Reinkarnation? Durch die Lehre und durch Meditation. Wie gesagt, warum fühlen sich Verbrecher wohl unter Verbrechern, Terroristen wohl unter Terroristen? Weil da in der Tat eine gewisse Bestätigung und ein Lob ist. Und so eine gewisse Positivität entsteht. Ein Gefühl, dass man gebraucht wird, meine Lieben. Seht mal, liebe junge Menschen, sogar aus höchsten sozialen Ebenen, die leben vielleicht im Reichtum oder wohlhabend. Die Eltern sind mit dem Job beschäftigt, die Kinder haben aber das Gefühl, sie werden nicht gebraucht. Jetzt kommt jemand und sagt, du komm mal zu uns hier, wir riskieren sogar unser Leben und wir schmeißen Bomben und alles. Der Mensch geht dahin, wird umarmt, wird empfangen, wird geliebt, ich werde gebraucht. Für dieses Gefühl begeht er die verbrecherischsten Handlungen. Und Karma lehrt ihn dann, dass man sowas nicht tun soll. Ja gut, gibt noch eine andere Möglichkeit, das Buch des Lichts. Und wenn nur ein Funke in so einem Menschen ist, dass er auf den rechten Weg geleitet werden kann, wird der Meister eingreifen. Sofern es auch das Karma des Meisters erlaubt, meine Lieben. Die Meister können eingreifen. Aber sie zwingen sich nicht auf. Da hat man keinen eigenen Lernprozess. Also das ist wirklich gesundes Selbstbewusstsein. Alles andere ist nicht Selbstbewusstsein. Das Kind identifiziert sich immer mit seinen Leistungen, mein Lieben. Das ist ja der Fluch unserer Leistungsgesellschaft. Du hast gute Noten in der Schule, wirst geliebt. Du gehorchst immer, wirst geliebt. Du heiratest, hast Kinder, wirst geliebt. Du entsprichst den Normen der Gesellschaft, wirst geliebt. Und trotz dieser Liebe kommt irgendwann einmal die Unzufriedenheit, meine Lieben. Gott sei Dank. Also ein Wertgefühl, das da steigt, ist manchmal, kehrt sich gegen ein... Und entsetzt erkennt man, das ist es ja auch nicht. Und zum ersten Mal wendet man sich einer Lehre zu, die sagt, du gehörst gar nicht hierher, sondern dahin, wo du herkommst. Aufschreien wird man dann und sagen, warum habe ich das dann verlassen?
Ruhig und mitleidvoll antwortet das Buch des Lichts. Das geschah aus Notwendigkeit. Nichtwissen über das Leidvolle der vergänglichen Existenz war der Grund. Wenn du dich jetzt freiwillig wieder dahin wendest, wo du hingehörst, dann hast du die Wahrheit, von der Jesus einst sagte, und die Wahrheit wird euch befreien. Dann folgt eine Wertschätzung, die anderer Art ist. Du brauchst nicht mehr die Anerkennung anderer. Du hast deine eigene. Das unterscheidet die Wahrheit von der Unwahrheit. Wer die eigene Anerkennung hat, ohne die Zustimmung der anderen zu brauchen, der hat's geschafft. Wer es zu fassen vermag, meine Lieben, der möge es fassen. Wenn wir aber bereit sind, wird der Meister dafür Folgendes sorgen. Ich sag's euch. Für eine entsprechende Wohnung, ein entsprechendes Wohnen, für notwendige Geborgenheit, für einen Zustand der Gesundheit. Jetzt kommt's, pass auf, ganz wichtig. Einer, der krank ist, wird sagen, ach, oder einer, der ganz gesund ist, sich mit der Lehre befasst und plötzlich Karma aufhäuft in einem Leben, damit er es im nächsten nicht mehr hat. Der wird eine gewisse Krankheit vielleicht haben. Die ist auch Gesundheit. Weil sie ein Loswerden von etwas ist, was einen erwartet hätte sowieso. Wir müssen genau aufpassen, was wir unter Gesundheit verstehen, mein Lieben. Wir werden manchmal in Situationen gebracht, die uns scheinbar als schlimm erscheinen, aber sie sind reinigend. Die sozialen Netzwerke, die wir jetzt nutzen, werden wir dann in rechter Weise nutzen. Zum Beispiel, wie ich es tue, um die Lehre zu verbreiten. Und nicht, um uns noch schön zu unterhalten und Spielchen zu machen und Pornos zu gucken. Die sozialen Netzwerke. Ich warte auf den Einfluss. Sind wie Messer, immer wieder das Beispiel bringen, an sich neutral. Ich kann mit dem Messer einen Apfel schälen und ihn jemandem geben zum Essen, ich kann aber auch jemandem damit Leid zufügen. So sind die sozialen Netzwerke, obwohl sie mehr und mehr in die Hände der Meister der Dunkelheit, ja, der Mächte der Dunkelheit kommen. Aber wir nutzen sie, solange es geht. Wenn der Meister El Moria von Liebe spricht, die grenzenlos ist, meint er keine Liebe, dass wir uns dem Meister zu Füßen werfen, wie Blavatsky das manchmal gemacht hat. Da haben die Meister dann gesagt, dann haben wir sie schnell ohnmächtig gemacht, damit diese emotional geleitete oder überwältigte Frau nicht zu sehr ausflippt, ja. Die Liebe des El Moria, von dem El Moria zum Beispiel spricht, ist auf Loslösung bedingt und ist Güte. Güte. Diese Liebe kann uns in der Tat, wenn wir sie durch Loslösung von allem Weltlichen so erlangt haben, in Berührung mit den Engeln bringen. Übrigens, ich rede jetzt hier von den Jhanas mal während der Meditation. Man erlebt dann alle Wesenheiten von hier bis zu Nirvana. Bis zu Nirvana. Auch die hohen Himmelswelten, auch manche niederen Welten. Manche erleben gar nichts, es gibt sowas. Die Samla Nu, sagen die, ich habe meditiert, ich sehe nur Neutralität. Stört euch nicht daran. Meditiert weiter, selbst wenn ihr nicht eine Jhana hattet. Werdet ihr im nächsten Leben, wenn ihr die Regeln befolgt, mindestens in geschlechtsloser Seligkeitsebene geboren oder höher. Ihr schafft jetzt eine mentale Manasrupa-Brücke zu diesen Welten. Also sagt nicht, jemand hat gesagt,
Er hat Seelenatmen-Meditation und hat die Seelen, die Seligkeitsebenen empfunden, alles. Und ich habe immer noch nichts empfunden. Das hängt mit der Anlage zusammen. Einfach weitermachen, mit der Lehre sich befassen, meditieren. Der Gedanke an die Loslösung, El Moria bestätigt, dass eine Loslösung auch zu einer Todessehnsucht führen kann. Das sind anfängliche Schwierigkeiten derer, die noch sehr haften, sich aber lösen wollen. Ja? Ehre sei dem Buch des Lichts. Wer physische Liebe noch braucht, sexuell und so weiter, sollte sie ja auch haben. Aber er sollte maßvoll damit umgehen. Er sollte sich einen Partner suchen, mit dem er auch geistige Verbindungen hat. Meine Lieben, ich beschwöre euch, macht nicht die Fehler, die ich gemacht habe. Ja? Wenn ich so an 32 kurze Lebensjahre denke, dann denke ich an den Grafen Saint-Germain, den Meister. So kurz hat er gelebt, unter anderem. Der war in einer recht bürgerlichen Umgebung. Ja? Erst nach seinem Tode hat der sozusagen auf astralen, ätherischen Ebenen Wirkung gezeigt. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Von da kam Saint-Germains Entschluss, ein Meister zu sein, eine hohe Seele, Mahatma. Muss man mal ein bisschen jetzt sich, muss man aufpassen jetzt. Dieser Entschluss ist ihm nicht leicht gefallen. Denn jeglicher persönliche Wunsch musste dem weichen. Ja? Da haben andere Meister und Wegbegleiter gewartet, bis er die nötige Persönlichkeit, in dem Fall jetzt Persona, Personare, Schwingungshülle hatte, um dann eine Erhöhung dieser Körperschwingung zu ermöglichen. Darum hat dieser Meister eine Kindheit genossen, die ziemlich unbeschwert war, wurde später eingeweiht, wissend, was auf ihn zukommt. Nun schauen wir uns 25 Lebensjahre an, einer Inkarnation von Saint-Germain, so müsst ihr das betrachten, meine Lieben. Auch dort wurde er eingeweiht in die Fähigkeit, eine Verbindung mit höheren Welten zu erlangen. Er hatte zu tun mit unterschiedlichen Religionen, war ein Experimentator, war aber ein Geschäftsmann auch. Eigentlich nicht. Der Meister slappt mich gerade. Oh Gott. Er wurde aber durch Geschäftsleute gefördert, muss man mal sagen, ja? Die haben ihn finanziert. Er selber sagt darüber aus, dass das einer seiner Tiefpunkte war und er völlig von neu beginnen musste. Er hatte Besitz und Luxus und hat den verloren, meine Lieben. Und etwas hat er noch gehabt und da wurde er sozusagen schon von den Meistern geschubst. Etwas Kleines hat er sich gekauft, ein Gut. Und konnte weiter mit Erfindungen was machen.
mit 25 gestorben. Ja? Und weil er eben Adlige und Geschäftsleute beeindrucken konnte, hat er da gut leben können. Eines Tages hat er etwas getan. Er ist abgehauen, ohne die Schulden zu bezahlen. Denn die haben ihm das Geld nur vorgestreckt. Also wurde er als Betrüger bekannt. Und hat dort auch, hat noch eine Frau kennengelernt, hatte mit ihr Kinder. Das führte zu einer weiteren Reinkarnation, wo der Meister Saint-Germain Casanova begegnet ist. Dritte Viertel des 18. Jahrhunderts. Casanova war da schon, naja, 30 Jahre auf der Welt. In Venedig. Beide begegneten sich. Sie wollten eine reiche Witwe beeinflussen. Der Casanova hat das gemacht wegen des Geldes. Hat nicht verstanden, warum wollte Saint-Germain? Was hat er von der Witwe gewollt? Am Geld war der nicht interessiert. Diese Frau damals weiß jetzt nicht weiter. Ich zitiere einen Zeitgenossen 1777. Der hat Casanova ganz klar beschrieben als einen jemand, der durch Schmeicheleien sich durchkämpft. Und der trotzdem außerordentliche Eloquenz hat, Eifer, Enthusiasmus, aber bodenlose Eitelkeit und ein Erzähler in der Gesellschaft, so eine Art, wie heißt der, Münchhausen. Sehr anregend, sehr unterhaltend. Aber wenn er versucht, eigene Gedanken zu haben, dann zeigt sich die Schwäche und deshalb wurde er dann böse, wenn man ihm widersprochen hat. Das war mit mir lange so. Was der Meister immer gesagt hat, Tölpel. So. Aber zu der gleichen Zeit hatte Saint-Germain, der Meister Saint-Germain, eine Lebenszeit von 62 Jahren. Und er versuchte sich bei den Freimaurern. Ihr seht, meine Lieben, diese zeitweilige Entwicklung von Weltlichem zu Geistigem. Und so ging das immer weiter. Wurde aber nicht eingeweiht in die höheren Grade. Er hielt aber eine Möglichkeit, Alchemist zu sein. Ihr wisst schon, Alchemisten sind laut Buch des Lichts jene, die eins mit den Elementen werden können. Sie sind also praktisch das Experiment, während ein heutiger Chemist oder Chemiker, er ist und das Experiment ist etwas anderes.
Der Meister Saint-Germain war kräftig diszipliniert, zärtlich und auch voller Humor. Spitzenbart hatte er da schon getragen. Manchmal auch prächtige rote Umhänge. In Osteuropa hätten wir ihn da gefunden, in einem alten Schloss. Es gehörte ja der Familie, der adligen Familie, in die er geboren wurde. Also er hat karmisch wieder das aufgenommen, was ihm eh schon gehörte. Aber weil er sich den Schulden entzogen hatte, kamen auch Hindernisse in seinem Leben. Der war hauptsächlich in Österreich und Deutschland. In Indien und im Tibet hat er nicht direkt gelebt, meine Lieben. Aber er hielt mit El Moria und Kotomi und Blavatsky Kontakt durch Briefe, die er an sie verfasst hat. Das sind die sogenannten Mahatma-Briefe. Er war privat, unser Meister hier, der Saint-Germain, immer interessiert an Physik, alte Gebräuche und Alchemie, die hat er auch zu Zeiten als Graf, also als Inkarnation, auch praktiziert. Er ist viel gereist. Auch bekannt als Prinz Rakoczy, wie das Buch des Lichts lehrt. In Rom gewesen. Auch mal im Hochplateau von Bhutan. Er musste, meine Lieben, der Gotomi, oder die, nicht, entschuldigen, der Moria. Lanu, du Tölpel. Der Saint-Germain natürlich. Der Saint-Germain, von dem rede ich ja die ganze Zeit. Der musste ja seine alten inkarnativen Probleme und Hürden auch überwinden, ja? Die Meister sind mit ihm in der Zeit in unterschiedlichen Schwingungskörpern manifestiert. Wo auch Blavatsky ihnen begegnet ist, im Tibet und so weiter. Astral. Meister Kotomi in astraler Form, ja, im Tibet hat Blavatsky ihn getroffen. In Griechenland war es der Meister Hilarion. Und diese Leute haben ja auch in physisch geschützten Häusern gelebt, in Indiens Bergen. Unterstützt von Mönchen und von Schülern und so weiter. Da haben sie auch in der Stille meditiert. Es gab auch unterschiedliche unterirdische Hallen und Museen für die Meister. Das Buch des Lichts beschreibt sie. Bewacht von gutartigen Dämonen, kann man sagen. Die Hütung dieses Wissens war dem Meister Gotomi. Unzählige heilige Schriften, deren Wissen jetzt total vereint ist im Buch des Lichts. Dort fanden auch Einweihungssituationen statt, unterschiedliche Schwingungsfrequenzen, die es zu erfüllen galt. Also man konnte manifestieren, was man visualisiert hat. Mit der Macht von Kriya Shakti. Telepathie, die Hellsichtigkeit wurde verfeinert. Alle Sinnesfähigkeiten wurden verfeinert. Und
Man sandte Impulse aus. Einige Schüler erhielten die Impulse, andere nicht und dachten, oh je, was ist mit mir los? Aber die Meister sagten, Geduld, Geduld, Geduld. Es gab Schüler, die Großmeister werden konnten, indem sie die Vormundschaft über andere Schüler annahmen. Und dazu gehörte natürlich auch, dass man dann sich entsprechend verhalten muss. So, wenn ich das hier mal ein bisschen aufführe, dann können wir uns ja selber an die eigene Nase fassen und fragen, entspreche ich diesen Vorschriften oder was trennt mich noch davon, ein Meister zu sein oder zu werden? Wir müssen erst einmal meditativ ruhig werden. Es ist schwer. Schau sich doch nur mal um, wir sind umgeben von Außeneinflüssen, die uns ständig beballern, attackieren, durch die Medien und so weiter, uns immer ablenken wollen vom wahren Selbst. Darum müssen wir natürlich die Lehre haben, das Buch des Lichts, das ist ganz klar. Ohne das geht's nicht. Einfach zu hoffen, auch der Meister wird sich schon melden. Nein, 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 nein. Wenn wir das tun, dann werden wir ein Werkzeug des Meisters. In der Tat, in der Tat. Die Belohnung ist zeitlos ewige Unsterblichkeit. Welche größere Belohnung könnte es denn geben, meine Lieben? Wie erlangt man die Aufmerksamkeit der Meister? Indem man sich unterwirft. Keine Angst, das ist keine Unterwerfung unter die Meister. Wir sind ja nicht in der Kirche, wo wir also uns einem Gott unterwerfen, sondern, meine Lieben, wir wollen ja Schwingungsgleichheit oder Wahlverwandtschaft mit den Meistern herstellen. Das können wir nur, indem wir etwa so uns in die Richtung bewegen und etwa so leben, wie ein Meister lebt. Ja? Das heißt also, es geht um die Reinheit von Handeln und Reden. Und zum hunderttausendsten Mal sage ich jetzt, nehmt mich nicht als Guru. Ich handle und rede nicht immer so, wie es sein sollte. Ich arbeite halt noch an mir. Ja? Wer einen Guru sucht, möge woanders suchen. Ich ziehe mir die Guruschuhe nicht an und ich lass mich auch nicht dazu missbrauchen, dass andere sagen können, ich bin zwar unvollkommen, aber da ist der Lanu, der ist vollkommen. Ich weiß, da kann man sich schön ausruhen in seiner Unvollkommenheit. Nicht mit mir. So. Having said that, wenn ich das also gesagt habe, dann meine ich also, wir müssen uns, es gibt eine Reinheit von Handeln und Reden. So. In der heutigen Welt der Perversion auf allen Ebenen fällt das schwer. Das perverse Denken wird uns ja geradezu aufgezwungen, gerade schon den Kindern in der Schule. So, gut, jetzt. Es gibt aber eine Reinheit des Handelns und des Redens. Und die wird ganz genau im Buch des Lichts und in seinen Zweigschriften erklärt. Und wenn wir uns da zumindest uns bemühen, ich überschlägt mir schon die Stimme, uns bemühen, und wenn wir auch manchmal nicht so das gelingt, aber wir wissen bereits, es sollte doch rein und im Denken sein und auch im Sprechen und so weiter, dann versuchen wir es halt beim nächsten Mal. Ja? Wir sind ja, bitte vergesst das nicht. Wir alle, die wir dem Buch des Lichts folgen, selbst wenn wir es nur in unserem Besitz haben, sind wir in der Schülerschaft der Meister.
Da sind wir demütig und zeigen Achtung. Wir müssen nicht eine gewisse Religion oder Zeremonie oder was haben, um Meister zu werden. Denn, meine Lieben, eines ist ja wohl klar. Wir wollen nicht nur wie die Meister werden, wir wollen Meister werden. Mahatmas. Ja, sonst können wir das Ganze auch sein lassen und können wieder Jesus-Verehrer werden, wie die Kirche es möchte. Wir sind die armen Sünder und da oben ist der Vollkommene. Übrigens hat das Jesus nie so gemeint. Das Buch des Lichts lehrt ganz klar. Jesus hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie ich es bin und wie mein Vater im Himmel. Und jetzt kommt ein gewagter Zusatz. Und mehr. Da wissen wir, was da gemeint ist. Lebt keine fremden Glaubensmuster. Ja. Wer glaubt, der weiß nicht. Natürlich gibt es, war es für über 2000 Jahre im Zeitalter der Fische und so weiter, nötig, weil die Menschheit Glaubende waren. Die waren noch nicht bereit, Wissende zu werden. Jetzt sind wir bereit, von Glaubenden zu Wissenden zu werden. Ja? Darum das Buch des Lichts. Was bedeutet das nun auch? Es gibt junge Menschen, ich habe etwas Fürchterliches gelesen von einem jungen Paar, zwei Teenager, haben sich von der Brücke gestürzt. Und sie hat geschrieben in einem Abschiedsbrief, wie können wir glücklich sein und uns lieben, wenn wir in dieser perversen, satanischen Welt leben, wo jeden Tag Menschen gefoltert, gemordet und so weiter, missbraucht werden. Ja, das ist eine Ansicht, ne? Overwhelming, das ist überwältigend. Diese beiden Leute sind nicht damit fertig geworden, weil sie nicht die Lehre hatten. Wer sagt dir denn, dass du die Last der Welt auf deinen Schultern tragen musst? Da haben die anderen ja nichts mehr zu tragen. Entschuldigung. Ja, das sind Leute, die in Gefühlen gefangen sind und deshalb die Wahrheit nicht sehen. Wir werden im vielen nächsten Leben die Gelegenheit dazu haben. Wir müssen also Geduld haben. Immer wieder Gleichnisse und Beispiele bringen. Wie ein Schiff, ein Riesentanker in eine Richtung fährt und der Kapitän sagt volle Fahrt rückwärts und er schaltet die Schrauben und die Maschine auf volle Fahrt rückwärts, fährt das Schiff rückwärts? Ja, es fährt. Da kommt die Antwort. Ja. Geduld ist also die Mutter der Porzellankiste, ja, wie das Sprichwort so schön sagt. Wie heißt die Tochter? Wenn Geduld die Mutter der Porzellankiste ist, wie heißt die Tochter? Wer weiß es? Natürlich Porzellankiste, ist ja klar. Ja, meine Lieben, ohne Humor brauchen wir das Ganze gar nicht erst beginnen. Ja? Humor schließt Ernsthaftigkeit nicht aus. Auch die Meister sind humorvoll, glaubt es mir. So vieles haben wir im Buch des Lichts gelernt. Und doch, meine Lieben, wenn wir uns mal eine Weile damit nicht beschäftigen, dann vergisst man so vieles. Weil das Schiff ja, wie bereits erwähnt, immer noch vielleicht bei manchen geradeaus fährt. Ja? Das Buch des Lichts ist etwas Lebenslanges. Lebenslanges. Genauso wie Meditation. Sonst fahren wir immer weiter in die falsche Richtung, beziehungsweise es gibt ja eigentlich keine falsche Richtung, muss ich sagen. Jeder lernt Leben für Leben. Was kann man noch sagen darüber, wie man die Meister erlangt? Welche Eigenschaften braucht man dazu, meine Lieben? Ich sage nicht, dass man diese Eigenschaften gleich vollkommen erlangen kann. Geht ja gar nicht, geht ja gar nicht. Aber man könnte sich ja dahingehend bewegen oder entwickeln. Und die Geduld ist, wie gesagt, etwas sehr Wichtiges.
Das beginnt auch damit, dass wir plötzlich aufhören, das zu tun, was ich manchmal noch tue, nämlich Personen zu beurteilen. Dies und das, ja. Man sollte sie einschätzen, ist besser. Weil, wenn man weiß, dass alles Karma ist, mein Leben, und ich bemühe mich ja, ich habe ja früher die Sache noch ganz anders angefasst, da will ich gar nicht davon reden. Also ich habe mich auch schon positiv entwickelt in dieser Richtung und ich sehe, dass alles sind Werkzeuge von kosmischen Aktivitäten. Und dann sieht man plötzlich nicht mehr, ob Karma gerecht ist oder ungerecht, sondern es ist ganz wichtig. Ja, wir wissen dann, wir selbst. Entschuldigt, meine Lieben, entschuldigt, entschuldigt. Wir selbst sind unser eigenen Schöpfer, wenn auch Teile unserer Struktur uns gegeben wurden von sogenannten Elohim der Bibel oder in Wirklichkeit Astralrassen, Mentalrassen und Manasaputras und so weiter und so weiter. Was ich hier nur andeuten kann, muss man natürlich durch Studium des Buchs des Lichts sich dann auch ein bisschen vergegenwärtigen. Also wenn wir liebevoll annehmen, was geschieht, dann bedeutet es nicht, dass wir uns bedeutet das nicht, dass wir mit dieser Situation zufrieden sind. Aber wir erkennen die Ursachen und wir akzeptieren es leichter, hoffend für denjenigen, der zum Beispiel leidet, dass eine Veränderung eintritt, die natürlich am besten eintreten würde durch die Belehrung. Jetzt können wir aber nicht zu jemandem hingehen, der einen Puckel hat und sagen, und der leidet und sagen, dein Puckel ist das Resultat von deinem Karma. So mit der Holzhammer-Methode geht das nicht. Man spricht nicht zur unrechten Zeit. Sondern wenn es sich ergibt, dann kann man vorsichtig das Gespräch in diese Richtung leiten. Ja? Das, so macht man das. Es ist ja alles Einweihung, meine Lieben. Einweihung ist eine Entwicklung Schritt für Schritt. Und dann ist man auch nicht mehr so entmutigt. Und wenn man entmutigt ist, dann rappelt man sich schnell wieder auf und sagt, ich mach weiter. Ja? Denn unser Ziel ist entweder Nirvana oder Wiederkommen. Wenn jemand sagt, ich habe noch ein anderes Ziel, dann ist er im Irrtum begriffen. Es gibt kein anderes. Mit anderen Worten, es gibt keine andere Möglichkeit, keine andere Option. Selbstverständlich kann niemand sich irgendein Ziel ausdenken, aber wir haben nur die Wahl zwischen Nirvana oder Wiederkommen. Zu Nirvana werden wir sowieso immer hingeleitet. Ob wir das nun wollen oder nicht übrigens. Immer bei interplanetarischem Verschwinden einer planetarischen Power oder also ein Pralaya oder ein kosmisches Pralaya, wenn das ganze Universum verschwindet und so weiter, dann sind wir automatisch in Nirvana. Also dem kann man sowieso nicht entkommen, ja? So. Was braucht man jetzt noch? Muss man glauben? Naja. Also wir sind ja auf dem Weg des Wissens. Mit Glauben geben wir uns nicht zufrieden. Wir vertrauen in die Lehre. Ja. Das machen wir. Das machen wir. Und das genügt dem Meister schon, um sich uns zu nähern. Wie haben die Meister gelebt? Das Buch des Lichts zeigt es uns. Trotzdem können wir hier, wenn wir darüber sprechen, ruhig auch mal das tun. Unterschlagen wir eine mentale Brücke zu dem Heim der Meister, wo sie jetzt sind, ganz egal wo. Meine Lieben, ich verharre.
Warum haben die Meister eigentlich Nirvana verlassen, bevor ich jetzt dazu komme, wie sie so leben oder andeute? Damit wir verstehen, was der Grund für unser physisches Leben ist. Die Meister leiten uns in unserer Arbeit auf Erden, in unserem Einweihungsvorgang. Das tun sie aus ätherischen, astralen Ebenen und auch aus physischen Ebenen. Meine Lieben, bevor ich zu den Häusern der Meister komme oder wie sie leben, lasst uns dem Meister Moria zuwenden. Ich nehme mal 72, 62, also 19 Jahre an. Ein Leben von 19 Jahren, eines der Leben von El Moria. Der hat ja seine Meisterschaft erlangt. Nach Tausenden von Jahren aus Samsara. Aufgestiegen ist er 1862 in die Astralwelt. Ja? Und mehr will ich jetzt mal so. Mehr kommt da nicht. Er hat einen Erfahrungsweg gehabt, einen seelischen. Er, wenn wir ihn beschreiben wollen, naja, schwarzes Haar, dunkler Vollbart, machtvolle Stärke im Blick. Man sieht das Nirvanische in seinen Augen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Blavatsky war beeindruckt von ihm. 2 Meter groß, Soldatenhaltung, kurze Sätze. Damals, zukünftiger Manu, ja? Er wurde ja von Lloyd Maitreya ausgebildet für diese Aufgabe. So, jetzt wollen wir uns mal zuwenden, wo diese geliebten Meister leben oder gelebt haben, manchmal zurückkehren. Im Tal, in Indien, die Häuser der Meister Kotomi und Jivalkul lagen da. Ihr wisst vom Buch des Lichts, dass da eine unterirdische Halle ist der Weisheit, geschützt von ätherischen Wesenheiten. Und dicht an diesem Eingang liegt das Haus des Meisters. Ja? Ich glaube, ich habe was Falsches gesagt. Ich glaube, ich habe was Falsches gesagt. Eins der Häuser lag dicht an diesem Eingang. Ich entschuldige mich. Und da haben mir die Meister die Schüler unterrichtet. Da haben sie auch meditiert. Das Haus war vollständig, war anders gebaut, im anderen Stil, als die Häuser der anderen Meister. Es hat ein Stockwerk gehabt. Front Richtung Straße, zum größten Teil verglast. Unten große Veranda und Balkon oben. Also ein bisschen wie ein Großfürst. Antik-indisch. Küche, Bad, Toilette und ja, auch Meister müssen in ihrem physischen Körper zur Toilette gehen. Und auch ein physischer, auch der Körper, übrigens meist okkult, ein männlicher Körper, wegen des extremen Kundalini-Aufgebots,
Transformation und Überwindung auch. Auch ein, der physische Körper eines Meisters musste gezügelt werden, musste beherrscht werden. Wenn ein Meister geboren wird, dann kann er auf astralen Ebenen warten und die Entwicklung des Embryo abwarten. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, wir beschreiben das im Buch des Lichts. Also da gibt es auch viele Bücher und Skripten und andere Werke, die der Meister dort hatte, um auch zu unterrichten. Im Bett groß, Mahagoniholz, orientalische Kissen und Decken. Ehre sei dem Buch des Lichts, meine Lieben. Meister eher zurückgezogen gelebt, manchmal Schüler empfangen. Manchmal Schüler empfangen. Wenden wir uns mal dem Kotomi Lal Singh, das hat er nicht so gern gehört. Das Lal Singh, wenden wir uns dem mal zu. Ich nehme mal 56, 66, 66, naja. 26 Jahre, 25 Jahre seines Lebens, endend in dem Falle mal 1871. Der hatte ja auch zahlreiche Inkarnationen. Tibet, Ägypten, Indien, auch Teile des heutigen Europas. Und in die Kausalwelt ist er aber eingetreten 1856. Ja? Und von dort halt immer wieder zurück. Er hat zwar die Lehren des Fernen Osten studiert, aber sie waren ihm geläufig. Aber in der Kausalwelt differenziert das Ganze ein bisschen. Da gibt es ein paar wichtige Feinheiten, die man zusätzlich verinnerlichen muss. Einweihungsvorgang geht immer in der Kausalwelt weiter. Meine Lieben. Ja? Also zum Beispiel in der Kausalwelt sieht man die Farben viel intensiver und die Zahlen andersrum. 1, 2, 3, 4 ist da 4, 3, 2, 1. In der Kausalwelt ist oft, oder auch in der Astralwelt, ist oft verwirrend, dass etwas mit dem Ende beginnt und am Anfang aufhört. Wer es zu fassen vermag, mein Lieben, der fasse es. Ich will euch nicht zu sehr verwirren, aber ich muss euch mal darauf hinweisen, dass ihr für diese Dinge erst bereit seid, wenn ihr euch oft mit dem Buch des Lichts befasst habt. Ich war ein paar Mal im Astralen, mir hat es nicht gefallen. Ja, weil ich einfach noch nicht bereit dafür war, aber irgendwann sicherlich bin. Gut. Manifestationsarbeit, Kotomi, großer Hermetiker, ihr Werk verrichtet. Da wird dann, seht ihr mal, was das Buch des Lichts macht, es bringt Wissen aus unterschiedlichen Zeitdimensionen ein. Wie ein Zeitreisender. Mit dem Buch des Lichts werdet ihr ein Zeitreisender, und zwar in die Vergangenheit und in die Zukunft. In die Vergangenheit reist ihr zurück über 150 Billionen Jahren. In die Zukunft über 150 Billionen Jahren bis zum Mahapralaya. Und dieser liebe Kotomi war ein Zeitreisender, der konnte Zeitreisen. Deshalb gibt es diese Unklarheiten darüber, was er wohl wann war. Ach, meine Lieben. Ja? Der ist dann einfach Zeit gereist und hat sich dort einen Körper angeeignet. Entweder eines Schülers dort oder hat Kriya Shakti benutzt. Lichtkörperprozesse. Konnte verschiedene Ich-Bin-Naturen achieven. Meine Lieben. Das sind also Ort, Zeit, Dimensionszonen, Bewusstseinsebenen, Sphären,
Da kann sich ein Meister bewegen. Das Buch des Lichts lehrt, jedes Lebewesen bildet sich ein eigenes Universum. Das heißt also, wir haben mit unseren 7 Körpern ein eigenes fertigen Kosmos gebildet, in dem andere Wesen sich manifestieren und reinkarnieren, für die wir Gott sind, kann man so sagen. So. Denn wie im Großen, so im Kleinen. Wir sind kleine Universen lebend in einem Großen. Und es gibt gar keine Existenzebenen per se. Es gibt Bewusstseinsebenen, ja. Materie ist nichts weiter als der Bewusstseinszustand einer Monade. Und Zillionen Monaden klammern so an die Materie, dass sie ein Mineral bilden. Zuerst feinstofflich, dann fest. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wohin wir schauen, sehen wir Bewusstseinszustände. Ehre sei dem Buch des Lichts. Steine, Pflanzen, Menschen, andere Frequenzbereiche. Ja? Das alles ist eine eigene Dimension. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Und die Meister wollen das. Durch die Lehre. Also es geht darum, unser Potenzial auszuleben in dieser Hinsicht. Versteht ihr? Und wenn wir uns jetzt lösen und öffnen und loslösen, wird unser Körper sowieso, wir wollen oder nicht, immer feinstofflicher. Nur dass wir dann in ihm nicht so bewusst agieren können, wenn wir uns jetzt nicht dazu entscheiden. Das ist das. Und wir öffnen uns dadurch den anderen Körpern. In Wirklichkeit geschieht Folgendes. Ein Universum öffnet sich dem anderen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Kinder des Lichts, hört mich an. Überall her, den Engel des Lichts zu sehen. Und sie warteten bis in die Nacht auf ein Zeichen von ihm. Und dann erschien er seinem Glas. Kinder des Lichts, hört mich an. Kinder der Liebe, der Treue, der Freude, der Freiheit, Kinder der Hoffnung auf eine neue Welt. Des Friedens und der Liebe. Könnt ihr es fühlen? Könnt ihr es fühlen? Könnt ihr es fühlen? Von einem anderen Stern. Ich bin der Engel des Lichts und ich bring eine Botschaft von Liebe und Frieden zur ganzen Welt. Weil am Ende nur die Liebe zählt.
eine Botschaft. Liebet einander, vergebt allen und euch wird vergeben werden. Was auch immer geschehen ist, es hat einen Sinn. Völker der Erde, schließt Frieden miteinander.